lieber Unjangtimer Freunde. Wie versprochen, heute das Folgevideo zum Golf 3 Cabrio. Und ja, vielleicht etwas ungewöhnlich, aber als erstes sage ich mal, wer es nicht kaufen sollte. Also wer ein fahrfertiges, TÜV-frisches Fahrzeug im Bestzustand erwartet, ist hier leider falsch. Also ich werde jetzt die ungeschminkte Leiche gleich mal ein bisschen sezieren und euch alles das zeigen, was funktioniert. Denn ich sehe zwei typische Kunden für dieses Fahrzeug. Punkt 1, derjenige, vor allem der karosserietechnisch, lacktechnisch drauf ist und das Fahrzeug top in Schuss bringen kann. Und Punkt 2, jemand, der ein ähnliches Fahrzeug besitzt, was viele Mängel hat. Zum Beispiel Verdeckhydraulik, keine schicken Felgen, Motor, was auch immer. Der könnte hier, glaube ich, einen Schnapper machen, vor allem mit der schicken Lederausstattung, die wir uns gleich noch anschauen. Und ja, dementsprechend schaut euch an, was jetzt kommt und dann, wenn Fragen sind, einfach mich kontaktieren. Ja, als erstes haben wir hier die schicke Lederausstattung. Komplett, ja, mit allem drum und dran. Hat eine einzige Schwachstelle, das ist hier, da ist eine Naht aufgegangen. Aber ich glaube, jeder Sattler kriegt das in kürzester Zeit, weil wirklich nur die Naht ist. Alles andere ist sehr schön aufzubereiten und dementsprechend sicherlich toll für jemanden, der sein Fahrzeug eine schicke Ausstattung verpassen möchte. Zweiter Punkt, haben wir 4 Alufelgen, die entsprechend 195, 50 Reifen drauf fahren können, 15 Zoll. Ja, 4 Stück komplett, vor allem in einem recht guten Zustand. Ja, also die Seiten nicht komplett abgefahren, keine Dellen oder Brüche oder sowas drin. Die brauchen mal eine Grundreinigung, aber ansonsten sehr schöne Felgen für das Fahrzeug. Ja, und zum Schluss das elektrische Verdeck. Ja, mehr braucht man nicht dazu zu sagen. Zack. Und wir können auch direkt wieder zumachen. Wie ihr seht, völlig problemlos. Zack, das war's. Zum Schluss nochmal alles, was ich gesagt habe. Was funktioniert, ist supi, aber halt, ne, karosserietechnisch, da muss jemand ran, der Ahnung von Entrosten und Lackieren hat. Der kann damit, glaube ich, einen echten Schnapper machen. Wenn ihr weitere Infos wollt, das komplette Angebot wird dann auf mobile.de bzw. autoscout24 stehen. Macht's gut!